möchten euch heute zeigen, wie man den doppelten Achterknoten legt. Diesen Knoten braucht man besonders häufig beim Klettern. Und das Gute daran ist, dass man eine Schlaufe hat, die man in Längsrichtungen sehr stark belasten kann und man ihn trotzdem am Ende wieder leicht öffnen kann. Um diesen Knoten zu legen, gibt es zwei Möglichkeiten. Wir zeigen jetzt erstmal den gesteckten. Da verlegt man eine Schlaufe und führt das Seilende von hinten durch die Schlaufe durch. Jetzt zieht man nur noch straff und kann diese charakteristische Acht drehen. Anschließend muss man mit dem Seilende den Weg des Seiles zurückverfolgen, lässt aber hinten eine kleine Schlaufe liegen. Zieht man jetzt straff, sollte sich eine ähnliche Form wie die vorige ergeben und man hat eine doppelte Acht. Die zweite Möglichkeit geht etwas schneller, dafür nehmen wir das Seil doppelt. Jetzt legen wir wieder eine Schlaufe mit dem Seil und führen das Ende von hinten durch den Kreis und müssen nur noch festziehen und haben den Achterknoten.